Zum diesjährigen Gedenken an das Oktoberfestattentat vom 26.09.1980. Zuallererst möchte ich die Überlebenden begrüßen, die dieses Jahr mit uns gedenken werden. Darüber hinaus begrüße ich für die Landeshauptstadt München den Oberbürgermeister Dieter Reiter, den Bürgermeister Josef Schmid, die Bürgermeisterin Christine Strobel und die anwesenden Stadträte. Für die SPD Gerhard Mayer, für die CSU Marian Offmann, für die Grünen Jutta Koller, die Linken Cetin Orana. Des Weiteren möchte ich die anwesenden Referenten Thomas Böhle und Hans-Georg Küppers begrüßen. Für den Bayerischen Landtag Herr Ludwig Spähnle, den Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, für Erinnerungsarbeit und geschichtliches Erbe. Für die SPD Herrn Florian Ritter und Franz Schindler. Für die Gewerkschaften Herrn Matthias Jener, den Vorsitzenden der DGB-Region Bayern, DGB-Bezirk Bayern, Entschuldigung. Simon Burger für die DGB-Region München. Dazu Lorenz Stiftel, den Sprecher der Kleinen Wiesenwirte und für den Kreis Jugendring Herrn Gerhard Wagner. Viele von Ihnen sind jedes Jahr mit uns hier, um diesem, dem schlimmsten, dem Anschlag mit den meisten Opfern der deutschen Nachkriegsgeschichte zu gedenken. Aber trotzdem will ich noch einmal kurz ansprechen, warum wir das hier tun. Wir als DGB-Jugend wollen die Erinnerung wachhalten. Wir wollen ein würdevolles Gedenken mit den und für die Überlebenden. Und wir wollen an die Verstorbenen erinnern. Wir wollen eine öffentliche Diskussion aufrechterhalten, sei es über die Form des Denkmals oder über Entschädigungen für die Opfer, wie in Form eines Fonds, den die Stadt dieses Jahr aufgelegt hat. Wir wollen aber vor allem, dass dieses Attentat endlich vollständig aufgeklärt wird. Das werden wir weiterhin einfordern. Wir wollen aus der Geschichte lernen. Und wir wollen, dass das Attentat dafür genutzt wird, was es tut. Wir wollen, dass es zeigt, wie wichtig es ist, klar gegen rechts Position zu beziehen. Vor einiger Zeit, nachdem die Einladungen zu diesem Gedenken herausgegangen sind, habe ich einen Anruf bekommen von einer der Überlebenden dieses Attentates. Sie wollte wissen, warum wir dieses Jahr den Fokus auch auf NSU und OEZ gelegt haben. Warum wir also bei diesem Gedenken auch an ganz andere Attentate denken, als an das, das ihr Leben zerstört hat. Ich habe mich dann länger mit ihr über die Parallelen unterhalten, ob rechte Täter, Verwicklungen mit staatlichen Stellen, Aufklärungspannen und so weiter. Die Liste ist ja lang genug. Vor allem aber ist mir klar geworden in diesem Gespräch, dass es einen viel wichtigeren und richtigeren Beweggrund gab. Die Menschen, die vom Attentat am 26.09.1980 betroffen waren, müssen bis heute auf endgültige Aufklärung warten. Sie wissen bis heute nicht, warum ausgerechnet ihr Leben zerstört wurde durch rechte Ideologie. Und warum heute noch mutmaßlich Involvierte wie Karl-Heinz Hoffmann frei herumlaufen. Das Verfahren wurde 2014 neu aufgenommen, aber seither wurden keine neuen Ergebnisse bekannt und die meisten Spuren sind kalt. Der NSU-Prozess, der dieses Jahr hier in München zu Ende gegangen ist, sollte ja vor allem auch der Aufklärung dienen. Er sollte den Hinterbliebenen und den Überlebenden des NSU-Attentats die Hintergründe aufdecken. Aber am Ende des Tages bleiben viel zu viele Fragen offen, genau wie beim Attentat aufs Oktoberfest. Und während wir als DGB-Jugend weiter das würdevolle Gedenken aufrechterhalten wollen, wollen wir nicht noch einmal 38 Jahre lang Aufklärung einfordern müssen. Deswegen wollen wir uns heute mit den Fragen beschäftigen, wie gehen wir als Gesellschaft mit rechten Terror um? Welche Schlüsse ziehen wir daraus? Wie können wir dafür sorgen, dass die Überlebenden und Hinterbliebenen nicht allein gelassen werden? Dass sie, wie wir letztes Jahr auf diesem Gedenken von einem Überlebenden des Oktoberfestattentats gehört haben, nicht zu Bittstellern und wieder zu Opfern gemacht werden? Als Redner haben wir dafür heute Tom Sundermann gewinnen können, der als Journalist und Reporter den NSU-Prozess begleitet hat und sich immer wieder mit diesen Fragen und den Fragen der Hinterbliebenen und Hinterbliebenen beschäftigt hat. Ich freue mich auf seine Rede und vorher noch auf das Grußwort des Oberbürgermeisters für die Landeshauptstadt München.